Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße euch recht herzlich zu unserem Webinar heute. Für unsere neuen Zuschauer will ich mich wie immer ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Alexander Savanelli. Ich bin ein Schauspieler, Musiker und ein Dolmetscher von Beruf. Und bis jetzt habe ich eine sehr intensive Schauspielkarriere hier in Belgien, in Frankreich und teilweise in Deutschland gehabt. Seit ein paar Monaten arbeite ich mit einem Kollegen aus dem Kommunikationsteam der Skyward Community zusammen und wir tun uns Bestes, um diese Technologie bekannt zu machen, um weiter zu popularisieren. Liebe Freunde, seit Anfang August verwenden wir eine neue Applikation für unsere Webinaren und ich möchte mich auf diese Plätze im Voraus entschuldigen, wenn es technische Abweichungen gibt, wie zum Beispiel die Tonausfälle bei Clips von YouTube. Ich weiß nicht warum, das mehrmals passiert. Unsere technische Abteilung wird diesen Punkt sicherlich bald endgültig klären. Ich möchte unser aktuelles Webinar nicht nur üblich mit der Präsentation der Unitsky String Technology beginnen, sondern mit einer großen Neuigkeit für unser Unternehmen. Wir erzählen unseren Gleichgesinnten oft und gerne über den Stringtransport, aber manchmal, wie das russische Sprichwort sagt, es ist besser, einmal zu sehen, als 100-mal gehört zu haben. Die Marketingabteilung der Entwicklung von Stringtechnologie beherrscht weiterhin neue Wege, um unser Projekt im Internet bekannt zu machen. Nach dem Quiz haben wir den letzten Monat zum Beispiel die sogenannten Hitparade der Nachrichten erlebt. Wir haben die beliebtesten Nachrichten diesen Monat aufgelistet. Zum Beispiel die CNN, eine große Mediakanal der Welt, veröffentlichte einen Artikel über die Transportsysteme unseres Unternehmens. Mit dem UST-Transport könnten die Menschen fünfmal schnell in die Stadt gelangen als mit jedem anderen Landtransport, sagt der CNN. Weiterhin das Construction Week, eine Zeitschrift, die sich an Innovationen der Bauprojekte in der Region des Nahen Ostens ist spezialisiert, hat einen umfangreichen Artikel über unser Projekt veröffentlicht. Die Publikation erschien auch den sozialen Medien. In einem Interview spricht ein Vertreter der USD Innovationszentrum des Sharjah über die potenziellen Kunden im Bau befindliche Strecke und die neuen Modelle von Rollmaterial, die in die Emirate erwartet werden. Die bieten die kurze Paraphrase der Publikation deren Original in beigefügten Abbildungen zu sehen ist. Stringtechnologie ist erste Linie für die Länder gedacht, in denen Bevölkerungswachstum eine natürliche Verkehrsnachfrage schafft. Diese Regionen sind Afrika, Nahe Osten, Asien, Indien und Pakistan. Das Zentrum von OST befindet sich aus zwei Gründen in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Es ist näher von Kunden aus Indien und Afrika. In diesen Regionen will der Technologieentwickler sein erstes kommerzielles Projekt verwirklichen. Naja, in der Tat, in den letzten Wochen war unser Unternehmen sehr regelmäßig auf YouTube und anderen sozialen Medien in der ganzen Welt zu sehen. Das bedeutet, dass Technologie von USky Transport weltweit gefragt ist, dass es nicht nur für die Menschen, sondern auch für Unternehmen und die Länder interessant ist. Der Grund ist dafür, dass die Technologie bietet eine Lösung für die wichtigsten Probleme unserer Zeit, nämlich die Verkehrsüberlastung. Und noch wichtiger ist, dass die Lösungen von Österreich Transport viel billiger sind, sicherer und kostengünstiger und zu realisieren als herkömmliche Verkehrslösungen. In diesem Abschnitt habe ich versucht, eine Videos von verschiedenen Nachrichtenagenturen auf der ganzen Welt zu versammeln, wie zum Beispiel CBS, NBC, Fox, ABC, NTV Deutschland, France 2, und so weiter. Der Redakteur von Image Matrix Technology, Juro Sen, sagte zu USky News Australia,
dass die Beta-Version in den Vereinigten Arabischen Emiraten bereits in Betrieb ist. Schauen Sie Bildschirm an, liebe Zuschauer, dann werde ich das Thema kurz übersetzen und in ein paar Minuten machen wir es weiter. Natürlich, wenn es einen Ton gibt von diesem YouTube-Clip. Also, lieber Zuschauer, bin ich zurück. Er hat das Folgendes gesagt. Eine neue Form des Transports konnte dazu beitragen, die Staus in den Städten zu verringern, und zwar mit der Hilfe von der High-Tech-Gondolen, die an Kabeln ausgehängt sind. Das weißrussische Unternehmen U-Sky testet es derzeit. Er fügte hinzu, dass die High-Tech-Kapseln von innen wie ein Business-Class-Wagen aussehen. Sie können bis zu 140 km pro Stunde fahren. Und im Gegensatz zu herkömmlichen Seilbahnen, die sich mit einer niedrigen Geschwindigkeit bewegen, ist es möglich, mehrere Maschinen gleichzeitig zu betreiben. Vor 6 Jahren, im Juli 2015, begannen die Bauarbeiten für den großen Ecotechnopark in Marina Gorka in Weißrussland. Früher gab hier einen Erdtank, der vollständig mit Diesel gefüllt war. Anstelle vor den Bäumen und Sträuchern gibt es jetzt nicht nur ein innovatives Zentrum, sondern auch Gärten, Alleen und die Haine. Herr Anatoly Junitsky hielt während den Bauarbeiten die folgende Rede. Erinnern wir ein bisschen uns an diese Worte. Er hat das Folgende gesagt. Unser Projekt heißt Eco Technopark und Eco steht als oberster Stelle. Es geht um die Wiederherstellung der Umwelt, die Wiederbelebung, bessere Böden und bessere Gärten, die uns saubere Lebensmittel liefern werden. Und die Luftwege werden sicher sein. Sie zerstören nicht Boden oder Gärten. Sie töten kein Lebenswesen, denn sie fliegen über den Boden und erreichen nicht die Oberfläche, auf der wir leben. 6 Jahre zu entwickeln. Ist das genug oder nicht genug? Hat er gefragt. Wenn man sich natürlich an die übergründeten Versprechungen einiger unserer Freunde von uns erinnert, die in der Wirklichkeit nur an eigenes Wohlgehen dachten, dann wünsche ich mir, dass es schneller geht. Aber
angesichts der großen Aufgabe und die Ergebnisse, die in kurzer Zeit bei uns um Umsetzung eines globalen Projekts, wie zum Beispiel Verkehr der Zukunft, erzielt wurden, können wir in der Zuversicht sagen, dass es nur 6 Jahre waren und wir gratulieren allen mit einem Meilenstein. Am 8. September findet die 4. internationale wissenschaftlich-technische Konferenz Raketlose Industrialisierung des Weltraums statt. Es wird Wissenschaftler und Forscher aus den Bereichen Technik, Ökologie, Biologie, Sozialwissenschaft und Politikwissenschaften versammeln, die zur aktiven Entwicklung des Weltraums beitragen. Sie finden in Marina Gorka, also 60 Kilometer von Minsk entfernt, auf dem Gelände eines Ökotechnoparks statt. Offizielles Ziel des ECOMIR-Programm ist die ökologischen, sozialen, demografischen, humanitären und sonstigen weltweiten Probleme der Menschheit zu lösen, indem der Teil der terrestrischen Industrie der Umwelt gefährdet in den Weltraum verlagert wird. Die Organisatoren, die sind die Astro Engineering Technologies, die String Technologies, der Wissenschaftler, Partner des belarussischen staatlichen Verkehrsuniversitär. Der Autor, der Anatoli Junitsky, wird Informationen über die Technologien vorstellen, die für eine komplexe Lösung die ökologischen Probleme unseres Planeten, sein Überleben und die schriftliche Entwicklung der Menschheit erforderlich sind. Die Stellvertreter aus Belarus, Ukraine, Russland, Großbritannien, Deutschland, Kanada, die Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien werden an dieser Veranstaltung teilnehmen. Es scheint, dass den Medien, dem Nahen Osten, unser Projekt das Thema Nummer 1 bleibt. Ein Artikel, der Angel Tesorero in einem der leitenden Reporter dieser beliebten Nachrichtenagentur erschien in der Gold News mit dem Titel Sharjah will die erste Stadt werden, die ein Hochgeschwindigkeitshimmelmodul einführt, der sich mit der Entwicklung des strangbasierten Personen- und Gütertransportsystems in den Vereinigten Emiraten beschäftigt. In einem anderen Interview mit der Gold News sagte der Direktor von Sharjah Forschungszentrum Hussein Al-Mahmoudi das Folgendes: Wir hoffen, dass wir eine Technologie kommerzialisieren können und dass Skyport zu einem erfolgreichsten in der Region Transport wird. Üskai testet derzeit verschiedene Personen- und Güterzüge. Er fügte hinzu, dass verschiedene Optionen für die Standorte für den Einsatz einer neuartigen Hochgeschwindigkeitstransportsystem als Teil eines umfassenden Plans von Umwandlung von Sharjah für eine nachhaltige futuristische Stadt gibt. Wir sind uns alle Herausforderungen bewusst, die Verkehrsstaus und Mobilität verbunden sind. Wir glauben, dass das USKY-Projekt zur Mobilitätsinfrastrukturstrategie von Sharjah und den gesamten Emiraten beitragen wird, da es weniger Land benötigt, aber viel effizienter ist. Die Möglichkeiten dieses neuen Verkehrsmittels verhelfen zu einem Riesensegment des Weltmarktes. Skyway-Transportsysteme werden mit bestehenden Verkehrs- und Infrastrukturanlagen verbunden. Bei der Bergindustrie werden am schwersten zugängliche Lagestellen erreichbar. Skyway-Technologie ermöglicht den Straßenbau in beliebiger Komplexität und die Länge bis zum Transkontinentbahnen aufzubauen. Am 6. Juni besuchte der Journalist der englischsprachigen Publikation The National, Herr Andy Scott, zum zweiten Mal das experimentale Zentrum von Skyward Community in Sharjah und bereitete auf Basis der Ergebnisse des Besuchs ein Material über die Entwicklung des Hochgeschwindigkeitsverkehrs in den Emiraten vor. Insbesondere hat er berichtet, die Skyward Community hatte große Interesse aus der ganzen Welt, aber besonders in einem Emiraten mit den Spitzen entwickeln. Das alternative Transportsysteme bietet eine Sicherheit, ein Komfort und Bezahlbarkeit, das die erste kommerzielle Projekt
wird im September 2023 in den Emiraten verfügbar sein und der Bau wird sehr bald beginnen. Das aufgeständerte System wurde in Minsk von der Unternehmen von Herr Anatoly Junitsky entwickelt, einem Wissenschaftler und Mitglied des Kosmonautenzentrums des Russischen Föderation. Eine Cargo-Version kann 12 Meter Container mit hoher Geschwindigkeit ausliefern, sodass schwere Lastwagen entfallen können. Die Punkte auf dem Netzwerk von den abgehangenen Stahlseilen würden als Wohnräume oder Büros dienen, verbunden durch den hochfeste Stahlseile. Außerdem sollen Sharjah und Dubai die ersten Städte der Welt sein, die diese innovative Stringtransportsystem implementieren. Das ist ein Schritt für Export dieses Transportmittels in Ausland. Die Kabinen bewegen sich selbstständig und statt des herkömmlichen Seilbahnsystems, die auf 15 km pro Stunde beschränkt ist, nach Angaben des Unternehmens ermöglicht diese Technologie Hochgeschwindigkeitsfahren zwischen Städten zu einem Bruchteil des Kosten anderer regulärer Transportsysteme, nämlich die weniger als $200 pro Meter. Das Unternehmen betreibt mit 600 Ingenieuren einen Testgelände im Ekotechnopark von Marina Gorka in Weißrussland, wo 5 weitere 800 Meter lange Bahnen in Betrieb sind. Eine längere Teststrecke in Sharjah wird 2,4 Kilometer lang sein, mit den abständigen, angeordneten Stahlwerken in Betonstrukturen, die jedes Ende verankern. Die Kosten für den Bau hängen weitergehend vom Grundstück und dem potenziellen Fahrgastaufkommen auf einigem fertigen Netz ab. Und natürlich hat Andy Scott auch bestätigt, dass der Bau einer Passagierstrecke wahrscheinlicher ist als der Güterverkehr. Das wird unseren einen Vorteil im Wettbewerb mit anderen Transportsystemen verschaffen, das finanziell tragfähiger sein wird. Die Emirate sind unsere Basis. Das ist ein vielversprechendes Land für unsere Technologie und wir haben viel Unterstützung in Sharjah. Das ist nicht nur ein weiteres Transportsystem, sondern eine umweltfreundliche Lösung für die bereits vom Verkehr überlastet ist. Auch der CO2-Fußabdruck der Gondeln ist kleiner als eine gewöhnliche Zugfahrt. Der ist elektrischen Ersatzbatterien teilweise mit erneuerbarer Energie betrieben werden. Machbarkeitsstudien zu den Kosten für den Transport von Gütern über ein Netzwerk haben $1 pro 100 Tonnen für jeden zurückgeltenden Kilometer veranschlagt. Auch am 21. April hat der Leiter der Region und der Geschäftsführer des Sharjah Forschungs- und Technologiepark, Herr Hussein Mohammed Al-Mahmoudi, das erste internationale Webinar ab, in dem Junitsky Stringtechnologie vorgestellt wurde. Und zwar hat er gesagt, hier sind einige hervorragende Beispiele für unsere Technologien, die wir in Sharjah entwickelt haben. Wir sind sehr stolz darauf, dass die größte Innovationszentrum der Transport und Logistik der Welt zu haben. Wir sind verantwortlich für die Entwicklung für die nächste Generation von den Technologien, die in der gesamten Region der Nahen Osten gefördert werden. Dank unserer Zusammenarbeit mit dem Junitsky String Technology haben wir ein Ockerhaus gebaut, das unsere wichtigsten Errungenschaften ist. Wir arbeiten mit USD in 4 Hauptbereichen. Das ist eine Kommerzialisierung, Unternehmertum, wissenschaftliche Entwicklung und Beschäftigung. Wir sind davon überzeugt, dass wir erste Reihe das Innovations- und Humankapitals entwickeln müssen, um eine starke Beziehung mit Universitätswelt zu akademischen Einrichtungen aufzubauen. Alle diese Vorteile haben Auswirkungen auf die Umwelt. Das in gewerblichen Gebäuden, die durchschnittlich 30% der Energie einfach verschwendet, kann durch den Einsatz der IT-Technologien der Energienutzung optimiert werden. Ein anschlägiges, anschauliches Beispiel dafür ist das Unternehmen Junitsky String Technology, die keine Emissionen hat,
von den großen Einsparungen bei den Betriebskosten für die zukünftigen Transporttechnologien sehr gut profitiert. Herr Alexei Savin, ein Direktor von SW Plant Ltd., eine Firma, die Unique String Technology Anlagen herstellt, sagte im Interview: Wir versuchen, die Produktion mit modernsten Anlagen auszustatten. Wir verfolgen die Weltneuheiten und besuchen die Ausstellungen. Obwohl einige Länder wegen der Pandemie geschlossen sind und die Ausstellungen abgesagt wurden, versuchen wir, den Fortschritt der Technologie, der Vereinbarungsstrategie sowohl online als auch offline zu verfolgen. Wir verfügen über das Fachwissen in den folgenden Bereichen als Schweißen, Metallschneiden, Laserschneiden, Metallarbeitung, Herstellung von Kunststoffen, elektrischen Antrieben, Batterien, Wechselinstrumenten oder die Polymerguss. In der Produktion befinden sich 6 Bearbeitungszentren, die in Weißrussland keine Analoge haben. Außerdem haben wir 3 3D-Drucker auf eine teilweise in Details für eine innere und äußere Fahrzeuge zu erstellen. Der Erfinder dieses erstaunlich erfolgreichen Projekts ist Ingenieur Herr Anatoly Junitsky. Er hat ihn 40 Jahre harte Arbeit gekostet, um diese Technologie für unsere Gemeinschaft zu entwickeln. In den vergangenen 2 Jahren hat die SkyWorld Community diese Technologie genutzt, Teststrecken auf der Stadt- und Landstraßen gebaut, Probeläufe und Zertifizierungen durchgeführt. Aus diesem Grund hat Herr Junitsky seinen Blick auf den Nahen Osten gerichtet, wo unsere Produktion geografisch weit verbreitet ist. Früher zum Beispiel haben wir die Blöcke und die Komponenten separat entworfen und wenn wir dann gesetzt haben, was Formabmessungen angeht, passen sie oft nicht mehr zusammen. Aber als wir auf die 3D-Plattform sind umgestiegen, wurden diese Probleme gelöst, weil es möglich wurde, den gesamten Lebenszyklus der Technologie zu verfolgen. Skizzen und Arbeitszeichnungen bis zum Produktion und in Betrieb zu nehmen. Heute ist die 3D-Plattform das einzige Werkzeug, das einen solchen Ansatz möglich macht. Das UST-System umfasst die folgenden Maßnahmen zur Vermeidung einer Beseitigung von Unfällen zum Beispiel. Die Verwendung von nicht brennbaren Materialien in Fahrgastmodul, in vorhandenen Notfüllungen oder Notausgängen. Ein wichtiges Element der Sicherheit von UST-Systemen sind die technischen Lösungen, die dazu beitragen, die Sicherheit der Rollen des Materials zu erhöhen. Diese Lösungen umfassen die folgende. Das ist Anti-Entgleisungssystem, das aus 3 sich überschneidenden Teilsystemen besteht. Diese Duplizierung reduziert das Risiko eines Unfalls. Wenn eine Subsysteme ausfallen, zum Beispiel das Bremssystem mit einem Primärkreis, mit einem Reservekreis, der in der Reservekreis liefert mindestens 50% der maximalen Bremsenleistung der Betriebsanlage. Also ganz kurz würde ich noch einmal eine Frage stellen: Wie funktioniert der Stringtransport unseres Unternehmens, um euch auszulegen? Schauen wir uns eine Beispiele an. Die Fahrzeuge sind an sehr leichten Polycarbonat gefertigt, ausgestattet in einem ebenfalls ultraleichten Elektromotor. Es nutzt Sonnenkollektoren und Windenergie sowie normalen Strom zum Betrieb. Die Bewegung wird durch hochfeste Stahlseite erleichtert auf einem hohen und unebenen Boden. Dies kann mit der Seite einer Gitarre verglichen werden, die fest gespannt ist. Die Stringtransport ist ein revolutionäres System, mit dem eine große Anzahl von Personen, aber der Fracht super sicher und effizient transportiert werden kann. Es ist ein sehr interessantes Transportmittel, sowohl für die lokale als auch die internationale Logistik. Ich möchte noch einmal bestätigen, dass diese Technologie in Hochgebirgregionen wie der Schweiz, Österreich oder Süd von Frankreich
aber auch im Fachland, so als in Belgien und Niederlande oder Deutschland, sehr erfolgreich eingesetzt werden kann. Die Innovation der Skyworld Community liegt in den Konstruktionsmerkmalen der Gleichstrukturen und der automatischen Steuerung, die basiert auf der künstlichen Intelligenz. Die technischen Gesamtlösungen des Unternehmens reduzieren die Bau- und Betriebskosten der Verkehrssysteme in mehr als Drittel im Vergleich zu einem herkömmlichen Einschienenbahn. In der Hälfte im Vergleich mit den Eisenbahnen und bis zu fünffache im Vergleich mit einem regulären Autobahn. Also, alle diese Technologie hat ein großes Potenzial. Schließlich kann die Infrastruktur für die Städte komplett in eine lineare Stadtstruktur umgewandelt werden. Außerdem ist dieses System sehr umweltfreundlich und ermöglicht viel saubere Städte, als wir heute haben. Dank der Festigkeit der Stahldrähte, die von hochqualifizierten Ingenieuren entwickelt wurden, ist eine Gefährdung des Lebens der Fahrgäste nicht zu befürchten. Dank eines intelligenten Systems, das speziell für dieses Fahrzeug entwickelt, Steuerungssystem sind die während des Testfahrt bisher kein Unfälle passiert. Die Fahrzeuge sind sehr flexibel, sie können sich unter alle Bedingungen frei bewegen, sie sind extrem hitzenbeständig und sie können über Wasser und steinige Straßen fahren, verursachen keine Staus. Denn die Fahrzeuge bewegen sich dank der automatischen Lenkung über die Fläche. Zur Energiegewinnung werden Windmühlen und Solarpaneele eingesetzt. Die super effiziente Elektromotoren verbrauchen nur ein Minimum an Energie, was zu erheblichen Einsparungen führt. Die einzigartigen Vorteile der Wolinski Stringtransporttechnologie entwickelten Transportsystems ermöglichen es, die fortschrittliche Errungenschaften im Bereich des elektrischen, schnellen und umweltfreundlichen Transport integriert zu nutzen. Zusätzlich die kommerziellen Vorteile adressieren die vielseitigen Engineering-Lösungen des Unternehmens in der Region mit drei industriellen Zielen. Erstens ermöglichen sie einen erhöhten Güter- und Personenverkehr in bestehenden Städten ohne vorhandene Infrastruktur beeinträchtigen. Zweitens ermöglichen sie die Verbindung, die Optimierung des Werdenflusses zwischen den schwer zugänglichen Produktionsgebieten, Industriezentren und entfernten Transportknoten wie in den Flughafen, Logistikzentren und so weiter, ohne dass zusätzliche Terminals gebaut werden müssen. Und drittens bietet die Lösung die Unternehmens eine umweltfreundliche Transportverbindung ohne Umweltverschmutzung und mit einem minimalen Lärm für die Regionen mit erhöhten Umweltforderungen, in denen der industrielle Einfluss in die Umwelt verboten oder begrenzt ist. Jetzt, Damen und Herren, will ich ganz gerne die verschiedenen Modelle von unserer Firma vorzustellen. Ich beginne mit Hochgeschwindigkeitsfahrzeug, das heißt U4-362, in die Fahrgäste mit einer Geschwindigkeit von bis zu 500 km per Stunde auf Fachviadukten befördern. Es wird von einem elektrischen Fahrmotor angetrieben, der über eine Kontaktschaltung oder über einiges Energiespeichersystem wird ausgestattet. Es wird als Teil von Verkehrs- und Infrastrukturkomplexes eingesetzt, um Intercity oder internationale Strecken zur Verfügung zu stellen. Die Kabine hat 6 Sitzplätze mit einem Passagierunterhaltungssystem ausgestattet ist. Der Aufbau hat ein separates Fach für die Gepäck. Folgendes Modell heißt Unitrag U4-131. Ist für einen Transport von Massengütern, gefährlichen Flüssigkeiten, verderblichen Waren und Stückgut ausgelegt. Es wird von einem Fachmotor angetrieben, der über eine Bordkontaktreis oder Energiespeicher wird ausgestattet. Der Gerätewagen kann automatisch beladen und entladen werden.
Es wird in Transport- und Infrastrukturkomplexen für den Betrieb und Industrieanlagen in der Infrastruktur von den Häfen und den Minen oder auf den städtlichen oder vorstädtlichen Straßen eingesetzt. Die Fahrzeug Unibus U4-210 mit Standardausstattung wird von Infrastrukturkomplexe zum Einsatz auf den städtischen und vorstädtischen Straßen verwendet. Die gesamten Kapazität des Fahrzeuges beträgt 14 Personen, darunter 2 Sitzplätze. Es wird von einem Fahrmotor angetrieben, die von einem eigenen Kontaktkreis oder einem Energiespeichersystem wird ausgestattet. Auf der Basis des Fahrzeugs wurde eine Reihe von Modifikationen entwickelt, eine Einzelgondel mit erhöhter Kapazität und vergrößerte Kabine und Verbundfahrzeuge auf Basis von Einzelfahrzeugs mit der Möglichkeit, die Züge zusammen zu schließen. Wie euch ganz genau wisst, hat Anatoly Junitsky seinen Blick auf Nahen Osten gerichtet. Das Tempo, mit dem sich die Shasha Innovations- und Progressive Technology Park sich entwickelt, ist einfach unvorstellbar, Damen und Herren. Dort beginnt gerade eine technologische Revolution und wir sind eine Vorreiter. Lassen wir mich kurz an unseren tropisches Modell vorstellen. Bei der Entwicklung des Unica Tropical U4-431 wurden klimatischen Besonderheiten des Nahen Ostens berücksichtigt, wo der Einsatz erfolgte. Diese Neuheit zeichnet sich durch die doppelte Klimaanlage, eine hydraulische Federung, ein doppeltes Kühlsystem, einen großen Energiespeicher an Bord, ein verbessertes Kühlsystem und VIP-Kabinen-Design und scheint aus als Business-Class-Wagen. Dank der Zuverlässigkeit der heutigen Leistung, der breiten Palette der Optionen sowie Einfachheit und der geringen Materialverbrauchs, die Fahrzeugstruktur, können die verschiedenen Modelle unseres Unternehmens zu einer universellen Lösung für eine Reihe von Transportproblemen werden, wie zum Beispiel die Organisation der Güter in Personentransport in abgelegten Gebieten wie Regionen mit schwierigen klimatischen Bedingungen. Der Bau der neuen Straße der Vereinigten Arabischen Emiraten ist ein hervorragendes Beispiel dafür. Und nun, liebe Freunde, möchte ich ganz gerne euch kurz über unsere Erfolge unseres Unternehmens in verschiedenen Teilen der Welt zu berichten. Wir werden mit Vietnam beginnen. Wir sind sehr stolz darauf, dass Vorstandsmitglieder von Skyworld Technology, Herr Madimel Blaslov und František Scholler von einer Geschäftsreise auf Vietnam zurückgekehrt sind, wo die Stellvertreter von vielen vietnamesischen Unternehmen getroffen und Entwicklung von UST in Land besprochen habe. Die Vorstandsmitglieder führen die Gespräche mit Vertretern der Firma ThinkPad, die den Bau der einer 3 Kilometer langen Landebahn zum Aloy Pagode hat geplant. Als Ergebnis dieses Treffens wurde eine Vereinbarung, die Gründung eines sogenannten Joint Ventures VietnamsNet unterzeichnet, um eine Entwicklung als zukünftige Projekte in Vietnam zu unterstützen und Genehmigung für die Investitionsaktivitäten im Transportsystem zu erhalten. Und sobald die Erstellung der Vorentwurf abgeschlossen ist, wird das Projekt zur Weiterbearbeitung als UST übergeben. Es fand auch ein Treffen mit dem Partnerstaat, die in die Informationszentrum eingerichtet haben, das Teil der Vietnam Association and Creative Workers ist. Der Verein arbeitet eng mit den wissenschaftlichen Organisationen WUSTA zusammen, die vom Ministerium für Wissenschaft und Technologie unterstützt wird. Das bedeutet, das Projekt hat einen offiziellen Kanal zur Verbreitung von Informationen über die UST-Technologie. Liebe Partner, und nun möchte ich euch Olga Veronika vorstellen,
die ein aktives Mitglied des SkyWorld Partnerschaftsprogramm ist. Sie haben in letzter Zeit eine unglaubliche Arbeit geleistet, um die Aufmerksamkeit auf das Projekt in der Dominikanischen Republik zu lenken. Olga war zu Gast in Morgensendung Musikalisches Frühstück Altivio Romana und sie erklärte dort, wie unser Projekt das unterstützen kann. Darüber hinaus traf sich unseren Vertreter, der Bürgermeister von Provinz La Romana und der Präsidenten von Nationalen Rates des Klimawandels der Dominikanischen Republik. Olga diskutierte auch mit den Politikern für die Aussichten und die Umsetzung des SkyWorld-Transport im Land. Sie organisierte auch die 3 Offline-Präsentationen in Santo Domingo, also seine Hauptstadt der Dominikanischen Republik, die von insgesamt 19 Personen besucht werden. Diese wurde großenteils durch die Medienveröffentlichungen, Fernsehauftritte und Treffen mit den Politikern erreicht. Die Stärkung unserer Position, unserer Gemeinschaft in den Nahen Osten ist ein Haupttrend in diesem Jahr. Die Technologie wurde offiziell als Potenzial für die Umsetzung der Infrastrukturentwicklungsplan von Dubai vorgestellt. Eine Reihe von Projekten, die der Verkehrsminister des Landes vorgeschlagen hat, wurde von Leitern der Region genehmigt. Zu dem Projekt gehört das Nahverkehrssystem mit der Gesamtlänge von 15 Kilometern und 21 Stationen, das mit unserer Technologie muss realisiert werden. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass seine Hoheit Sheikh Sultan bin Mohammed Al-Qasimi, das ist ein Mitglied des obersten Bundesgerichts von EAW, da hat die Innovations- und Technologiepark im Sharjah besucht. Dieses Ergebnis wurde in Medien bei Emirate sehr breit übertragen. Bei den Besprechungen wurde besonders Augenmerk in der Gleiskonstruktion der Anker und der Zwischenstürzen für bestimmte Lasten gelenkt. Und es wird davon ausgegangen, dass während ihr normales Betrieb, die können nicht beschädigt werden. Außerdem ist eine regelmäßige technische Inspektion der Gleisaufbau und Stützen notwendig. Wir führen einen regelmäßigen Test unserer Transportsysteme nicht nur im Ecotechnopark im Weißrussland, sondern auch im Sharjah durch. Das bedeutet, dass die in verschiedenen Ländern unter verschiedenen klimatischen Bedingungen eingesetzt werden können, wie zum Beispiel von Temperaturen von -50 bis +60. Jetzt möchte Ihre Aufmerksamkeit auf die Sperrung des Suezkanals lenken. Die hat uns ein langjähriges Problem ans Licht gebracht. Die Logistiker, die sich seit langem über die hohen Kosten des Seetransports beklagten, sind auch der Unzuverlässigkeit überzeugt. Die Schließung des Suezkanals über die etwa 30% des weltweiten Containersverkehrs und 12% des Welthandels hat zu einem Verlust von etwa 10 Milliarden Dollar pro Tag und einem Anstieg der Ölpreise bis zum 6% für fast eine Woche geführt. Aber in unserem Unternehmen ist ein Pionier auf diesem Gebiet und hat eine ideale Lösung angeboten. Nach einer vorläufigen Schätzung werden beispielsweise die Kosten für ein 160 Kilometer langes elektrisches Transportsystem von uns etwa 10 Millionen US-Dollar pro Kilometer betragen, ohne rollendes Material und Entladungsterminals, was 5-mal weniger ist als die Kosten für den Kanal selbst. Also komplex wäre in der Lage sein, der Fracht in eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 80 Kilometer pro Stunde zu liefern, was 6-mal schneller ist als eine Schiffes. Und eine CEO von unserer Firma, Nadezhda Kozireva, erklärte das Folgendes. Die Situation am Suezkanal hat uns deutlich gemacht, dass die Logistik der Weltwirtschaft diversifiziert werden muss. Dazu möchten wir mit unseren innovativen Transportlösungen beitragen. Also, wie euch bereits wissen, ist unsere Technologie
in über 180 Ländern weltweit zertifiziert und urheberrechtlich geschützt. Das ist eine phänomenale Leistung und für Anfang 20 dieses Jahr haben wir den großen Zuwachs der Modellpalette. In total haben wir 12 verschiedene Modelle. Wir können gleichzeitig die städtliche Mobilität und die Verkehrsverbindung erhöhen und verbessern. Nehmen wir Berlin oder Hamburg für ein Beispiel. Die einfache Fahrt zwischen Ihrem Zuhause und Büro mit dem täglichen Flieger kann bis zu 2-3 Stunden dauern, nicht wahr? Aber mit der Hilfe von unserer Technologie kann diese Fahrzeit leicht bis zur Hälfte reduziert werden. Und liebe Freunde, um unser heutiges Webinar abzuschließen, möchte ich gerne eine Zusammenfassung geben. Eigentlich, was ist unsere Philosophie? Die SkyWorld-Gemeinschaft, SkyWorld Community bietet eine Lösung für die ökologischen, sozioökonomischen Probleme, die mit Ineffizienz der Verkehrs in unserer Zeit verbunden ist. Es ist eine umfassende Lösung für die Erschließung von den Gebieten wie Berge, Dschungel, Meeresboden, Tigers, Wüste und so weiter. Es ist eine Lösung für dringende Probleme von der Menschheit in Bezug auf die Energieversorgung, den Ausbau der Verkehrssysteme, Umweltsicherheit, die Gesundheit sowie die Erschließung, die neue Gebiete und eine nachhaltige Stadtentwicklung bietet. Und noch etwas. Garantiert, Damen und Herren, wird dieses und folgendes Jahr für unser Unternehmen eine sogenannte Übergangsperiode und wir werden eine Ereignisse im vergangenen Jahres ansehen, können wir feststellen, dass für uns alle das nicht einfach gewesen ist. Es gab eine sehr viele turbulente Ereignisse, so als Coronavirus und Ausgangssperrung und ja, viel mehr. Aber trotz aller Skepsis sind wir überzeugt, dass unsere Technologie in naher Zukunft weltweit eingeführt werden soll. Es ist eine Transportlösung für die zukünftige Generation. Wenn euch Fragen habt, bitte konsultiere euch auf die Ressourcen von unserer offiziellen Website. Ich wünsche euch alles Gute, um Schwierigkeiten auf Ihrem Weg nach der Zukunft zu überwinden. Tschüss und zum nächsten Mal und werde ich versuchen, euch mehr positive Nachrichten zu vermitteln.